21. Januar 1990, Portland, Oregon, USA. Eigentlich will die 23-jährige Tonya Bennett nur einen entspannten Abend in einer Bar verbringen, doch es kommt alles anders. Der Abend endet tödlich für sie. Wenige Tage später wird ihr lebloser Körper am Ufer des Columbia River gefunden. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass die junge Frau zusammengeschlagen worden ist und ihr jemand mit einem Seil die Luft abgeschnürt hatte. Auch können die Beamten Spuren eines intimen Übergriffs an ihrem Körper entdecken. Die Polizei beginnt zu ermitteln, findet aber keine Spuren, die auf den Täter hindeuten und bekommt auch keine brauchbaren Zeugenaussagen. Der Mord an Tonya geht durch die Presse und die Öffentlichkeit wird dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn jemand mögliche Hinweise auf den Mörder oder das Tatgeschehen hat. Tatsächlich meldet sich jemand, aber das ist überraschenderweise kein Zeuge, sondern eine Frau, die den Mord gesteht. Die 58-jährige Laverne Pefliniak erklärt der Polizei, dass ihr Freund John Sosnowski den Mord verübt habe und sie ihm dabei geholfen habe. Über das Motiv für die Tat und die Verbindung der zwei vermeintlichen Täter haben die Ermittler bislang keine Informationen, aber sie haben die Täter und das ist die Hauptsache. Zumindest schien es so. Pefliniak und Sosnowski werden verhaftet und die Beamten glauben, der Fall sei gelöst. Als die Gerichtsverhandlung beginnt, taucht an einer Toilettenwand eines Truckstops in Livingston, Montana, eine beunruhigende Kritzelei auf. Dort steht: Ich habe Tonya Bennett am 21. Januar 1990 in Portland, Oregon umgebracht. Ich schlug sie zu Tode, verging mich an ihr und ich liebte es. Ja, ich bin krank, aber ich genieße es. Leute haben die Schuld auf sich genommen und ich bin frei. Der Mitteilung des Unbekannten wird jedoch keine große Bedeutung beigemessen, denn Laverne Pefliniak hat ja ein Geständnis abgelegt und warum sollte sie das tun, wenn es nicht die Wahrheit wäre? Niemand geht schließlich gern ins Gefängnis, erst recht nicht, wenn er unschuldig ist. So wird also vermutet, dass die Person, die den Text an die Wand des Truckstops geschrieben hat, nur jemand mit einem besonders schrägen Humor ist oder jemand, der auf diese Art Aufmerksamkeit bekommen möchte. Die Verhandlung gegen Pefliniak und Sosnowski geht weiter und endet damit, dass beide wegen Mordes verurteilt werden. Pefliniak bekommt 10 Jahre wegen Beihilfe und Sosnowski erhält eine lebenslange Haftstrafe. Auch Sosnowski legt vor Gericht ein Geständnis ab, denn nur so kann er die Todesstrafe vermeiden. Im Gefängnis entscheidet sich Pefliniak, ihre Aussage zu widerrufen und sie gibt an, sie habe ein falsches Geständnis abgelegt, um der toxischen Beziehung mit ihrem Freund zu entkommen. In Wirklichkeit habe weder sie noch ihr Freund Tonya umgebracht. Die Beamten schenken dieser Aussage keine Beachtung, sondern denken, dass Pefliniak dadurch einfach wieder aus dem Gefängnis raus will. Während Pefliniak und Sosnowski hinter Gittern bleiben, geschehen jedoch weitere Morde. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie die weiteren Ermittlungen der Polizei verlaufen und wer in Wirklichkeit für die zahlreichen Morde in der Gegend verantwortlich ist. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Zunächst war es den Ermittlern nicht klar, dass der Mord an einer Wanderin in Blythe, Kalifornien, der sich im August 1992 ereignete, mit dem Fall Tonya Bennett in Verbindung stand. Das Opfer war zwar auch eine Frau, die zusammengeschlagen, stranguliert und in der Wildnis abgelegt wurde, aber die Tat fand in einem anderen Bundesstaat statt und inzwischen waren 2 Jahre vergangen. Außerdem saßen ja die vermeintlichen Mörder von Tonya im Gefängnis. Wie bei Tonya gab es im Fall der Wanderin wieder keine Hinweise auf den Täter und keine Zeugen. Diesmal jedoch meldete sich niemand bei der Polizei, um die Schuld auf sich zu nehmen. Schon im September 1992 geschah der nächste Mord an einer Prostituierten namens Cynthia Lynn Rose in Turlock, Kalifornien. Im November 1992 ereignete sich dann wieder ein Mord in Oregon, allerdings in der Stadt Salem und nicht in Portland, wo Tonya getötet wurde. Das Opfer der Tat in Salem war, wie zuvor in Turlock, eine Prostituierte. Ihr Name war Lori Ann Pentland. Im Jahr 1993 kamen 2 weitere Opfer hinzu. Patricia Skypel wurde im Juli in Santa Nella, Kalifornien getötet und im September wurde eine Frau, deren Identität nicht geklärt werden konnte, in Crestview, Florida umgebracht. Dass hinter den 5 ungeklärten Fällen ein und derselbe Täter steckte, konnten die Ermittler nur vermuten, allerdings war das naheliegend aufgrund dessen, dass die Taten alle mit intimen Übergriffen zusammenhingen, sich in einem Zeitraum von nur 2 Jahren ereigneten und der Täter auf ähnliche Art und Weise vorging.
Dieser wollte anscheinend aber nicht nur töten, sondern auch Aufmerksamkeit, doch ohne dabei identifiziert zu werden. Es gingen im Zeitraum der Morde mehrere Briefe bei Zeitungen ein, in denen eine unbekannte Person erklärte, dass sie die Taten begangen habe. Die Briefe wurden von der Polizei überprüft und es stellte sich heraus, dass die Schrift und die Tinte identisch waren. Und noch etwas hatten sie gemeinsam. Auf jedem Brief befand sich ein lächelnder Smiley. So kam es, dass der unbekannte Mörder, der ganz offensichtlich ein Serientäter war, den Namen The Happy Face Killer bekam. Das brachte die Ermittlungen jedoch auch nicht weiter voran. Das Einzige, was die Beamten und die Presse wussten, war, dass der Serienkiller in weit voneinander entfernten Bundesstaaten unterwegs war und dass er seine Opfer anscheinend zufällig auswählte. In seinen Briefen beschrieb er nicht nur die grausigen Details der Übergriffe und Ermordungen, sondern auch, dass er sich gut dabei fühlte, weil er Macht ausübte. In einem Brief, den der Mörder 1994 an die Zeitung The Oregonian sendete, beschrieb er seine Taten besonders ausführlich und gab auch bekannt, dass er der wahre Mörder von Tonya Bennett war. Seinen Brief begann er mit dem üblichen Smiley und den Worten: „Ich würde gerne meine Geschichte erzählen. Ich bin zeitweise ein guter Mensch und wollte immer gemocht werden." Weiter schrieb er, dass er verheiratet war, geschieden ist und Kinder hat. Anschließend beschrieb er, wie er es genoss, immer wieder auf Tonya Bennett einzuschlagen. Die Ermittler suchten nun also nach einem machtbesessenen Mann, der geschieden ist und Kinder hat. Diese Informationen brachten die Beamten auch nicht weiter als vorher. Einzig, dass die Taten über verschiedene Staaten der USA verbreitet geschahen und dass nach Tonyas Ermordung ein Geständnis an die Wand eines Truckstops geschmiert war, ließ vermuten, dass es sich bei dem Serienkiller um einen LKW-Fahrer handeln könnte. Doch die USA sind zu groß und LKW-Fahrer gibt es viele. Einen Hinweis, der zu einer bestimmten Person führen könnte, gab es bisher nicht. Während die Polizei weiter im Dunkeln tappte, schlug der Mörder erneut zu. Er tötete eine Frau namens Angela Surprise im Jahr 1995 in Spokane, Washington, nachdem er sich zuvor auch an ihr vergangen hatte. Ihr Gesicht und ihr Körper waren schwer zugerichtet und sie war kaum noch zu erkennen. Im März 1995 fiel eine weitere Frau im Staat Washington dem Serienmörder zum Opfer. Es handelte sich um Julie Ann Winningham, die eine Beziehung mit einem LKW-Fahrer hatte. War das bloß Zufall oder ein großer Fehler des Täters, durch den nun alles auffliegen könnte? Die Ermittler vernahmen das Umfeld des Opfers und so befragten sie auch Julies Ex-Freund, Keith Hunter Jesperson, mit dem sie noch immer Kontakt hatte. Wie der Zufall es wollte, war Jesperson nicht nur LKW-Fahrer, sondern auch geschieden und hatte drei Kinder. Die Ermittler waren sich aber gar nicht im Klaren darüber, dass sie möglicherweise einen Serienmörder befragten, denn sie untersuchten den Mord an Julie als unabhängige Tat. Zunächst kamen sie auch hier nicht weiter, denn Jesperson sagte aus, dass er Julie in letzter Zeit nicht gesehen habe. Ohne konkrete Hinweise, dass er Julies Mörder sein könnte, gab es keinen Verdacht gegen ihn, der eine Festnahme begründet hätte. So blieb Jesperson auf freiem Fuß und Julies Fall reihte sich in die Liste der ungeklärten Morde ein. Bisher gab es keinen Brief vom Happy Face Killer, der sich auf Julie bezog. Kurze Zeit später gab es jedoch ein Geständnis. Und das von keinem anderen als Keith Jesperson, der sich überlegt hatte, dass er ganz bestimmt als Julies Mörder identifiziert und eingesperrt werden wird. Als erstes unternahm er nach der Befragung zwei Versuche, sein Leben zu beenden, die er jedoch überlebte. Daher entschloss er sich nun, sich der Polizei zu stellen und die Tat zu gestehen, denn er hoffte, dass er vielleicht ein milderes Urteil bekommt, wenn er von selbst auspackt. Er packte allerdings nicht nur über den Mord an Julie aus, sondern verblüffte die Ermittler mit sieben weiteren Geständnissen. Tonya, Claudia, Cynthia, Laurie, Angela und die zwei weiteren namentlich nicht bekannten Opfer. Sie alle hatte Jesperson ermordet. Jesperson war der Happy Face Killer, der jahrelang die USA in Angst und Schrecken versetzt hatte. Ohne dass die Ermittler ihn fragen mussten, gab er bereitwillig alles über seine Taten bis ins kleinste Detail bekannt. Dabei erwähnte er auch, dass die Frau, die er in Blythe umgebracht hatte, Claudia hieß und sein Opfer in Crestview den Namen Suzanne hatte. Später fertigte er Zeichnungen an, um zu helfen, die Frauen zu identifizieren. Jesperson berichtete außerdem, warum er all diese Verbrechen begangen hat und erzählte dabei seine gesamte Lebensgeschichte. Keith Hunter Jesperson wurde 1955 in einer Kleinstadt in Kanada geboren, wo er als mittleres von fünf Geschwisterkindern mit seinen Eltern aufwuchs. Anders als seine Geschwister bekam Keith kaum Aufmerksamkeit von seinem Vater und wenn dieser ihn beachtete, war es meistens negativ.
Sein Vater war Alkoholiker, verachtete Frauen und war sehr dominant. Er verprügelte seine Familie regelmäßig, ganz besonders Keith, weil dieser sich oft anders verhielt, als der Vater es wollte. Für die Maßregelungen benutzte der Vater nicht nur Handflächen und Fäuste, sondern oft auch einen Gürtel und einmal sogar einen Elektroschocker. Keith verkraftete diese Gewalt anscheinend nicht und wurde selbst schon als Kleinkind gewalttätig und aggressiv. Er ließ seine Wut zunächst an kleineren Tieren aus. Von seinem Vater bekam er dafür sogar ausnahmsweise Anerkennung, während seine Geschwister ihn hänselten. Sie fanden, dass er Ähnlichkeit mit Frankensteins Assistent hatte und nannten ihn dementsprechend Igor. Auch Jespersons Mitschüler übernahmen diesen Hänselnamen und grenzten den aggressiven Jungen, der inzwischen auch noch außergewöhnlich groß und breit gebaut war, aus ihrer Gemeinschaft aus. Jesperson suchte selbst allerdings auch kaum den Kontakt zu anderen Kindern, denn er war froh, wenn er alleine spielen konnte. Er freundete sich einmal mit einem anderen Jungen an, jedoch schob dieser die Schuld für den Unfug, den er selbst machte, immer auf Jesperson. Dieser wurde dafür von seinem Vater bestraft und hasste dafür seinen Freund. Die Freundschaft endete, als Jesperson den anderen Jungen bewusstlos schlug. Laut eigener Aussage hatte er die Absicht, den Jungen umzubringen. Kurze Zeit später versuchte Jesperson, einen anderen Jungen zu ertränken, indem er dessen Kopf im Schwimmbad unter Wasser drückte. Der Junge konnte nur gerettet werden, weil ein Rettungsschwimmer zur Hilfe kam. Als Jesperson 12 Jahre alt war, zog die Familie gegen seinen Willen aus Kanada weg in eine Kleinstadt in Washington, wo Jesperson sich nicht einfinden konnte und immer aggressiver wurde. Da er im Laufe der Pubertät zu einem schwergewichtigen, durchtrainierten und großen Mann heranwuchs, waren seine Gewaltausbrüche umso gefürchteter. Nach dem Highschool-Abschluss wollte Jesperson eigentlich studieren, aber sein Vater erlaubte es ihm nicht, weil er meinte, dass er es ohnehin nicht schaffen könnte. Obwohl bereits in jungen Jahren alles danach aussah, dass Jesperson psychische Probleme hatte und ein gewalttätiges Leben führen würde, wendete sich zunächst das Blatt. Er fand endlich eine Freundin, heiratete diese im Alter von 20 Jahren und bekam 3 Kinder mit ihr. Um für seine Familie zu sorgen, arbeitete er als Fernfahrer. Im Gegensatz zu seinem Vater schlug er seine Kinder nie. Seine Frau verdächtigte ihn allerdings angesichts mehrerer Anrufe von fremden Frauen, dass er fremdging und trennte sich deshalb von ihm. Während er mit seinem LKW unterwegs war, packte sie die Sachen und zog mit den 3 Kindern zu ihren Eltern. Es folgte die Scheidung, aber Jesperson besuchte seine Kinder regelmäßig. Bald darauf fand er eine neue Freundin, die sich jedoch auch von ihm trennte. Zeitgleich versuchte Jesperson, bei der Royal Canadian Mounted Police anzufangen, verletzte sich aber beim Training und musste dieses Vorhaben deswegen aufgeben. Dies war Anfang 1990 und es scheint, als hätten die Trennungen zusammen mit dem beruflichen Misserfolg dem ohnehin durch die Gewalt in seiner Kindheit psychisch geschädigten, gewaltbereiten Jesperson den Rest gegeben, um sich nun in einen Serienmörder zu verwandeln. Von sich selbst sagt er, er sei richtig wütend auf Frauen gewesen. Den Rückschlägen folgte direkt der erste Mord, allerdings hatte er diesen nicht geplant. Er lernte Tonya in einer Bar kennen und ging mit ihr zu sich nach Hause, um mit ihr zu schlafen. Bis dahin war alles einvernehmlich, doch dann sagte Tonya etwas, das Jesperson zum Explodieren brachte. Sie erwähnte seine Ex-Frau. Daraufhin flogen bei Jesperson alle Sicherungen raus. Er verging sich an Tonya und schlug voller Hass immer wieder auf sie ein, bis er ihr schließlich mit einem Seil die Luft nahm. Er bemerkte dabei, dass ihm das Töten einen Kick gab. Nach der Tat hatte er zunächst etwas Angst, dass er erwischt werden könnte und gab sich selbst ein Alibi, indem er in die Bar zurückkehrte und dort noch einige Drinks nahm. Als er hörte, dass 2 fremde Personen die Schuld auf sich genommen hatten, sah er dies als Zeichen dafür, dass er ungehindert weitermorden könnte. Er sagt über sich selbst, "Ich fing an, mich unsterblich zu fühlen. Von da an war es ein Spiel. Ich war der Boss und ich war unverwundbar." Von Tat zu Tat genoss er das Gefühl der Macht immer mehr, so sehr, dass er Angela Subrise nach ihrer Ermordung an seinen LKW band und 12 Meilen bei voller Fahrt über die Straße schleifen ließ. Dass er psychisch anders war als andere Menschen, ahnte er die ganze Zeit. Statt sich Hilfe bei einem Psychotherapeuten zu suchen, zog er es aber vor, seine Brutalität auszuleben, ganz entsprechend seinen Vorlieben, die er schon als Kind hatte. Die böse Seite von sich gewinnen zu lassen. Diese böse Seite kostete 8 Frauen das Leben, möglicherweise sogar mehr, wenn man seinen Behauptungen glaubt. In den Vernehmungen durch die Polizei gab er an, über 180 Frauen umgebracht zu haben. Es wird angezweifelt, dass dies die Wahrheit ist, da er in einem Brief an einen seiner Brüder, den er wenige Tage vor seiner Inhaftierung schrieb, auch nur von den 8 bekannten Morden berichtete.
Durch das Geständnis von Jesperson kamen die unschuldig verurteilten Laverne Pevlinek und John Sosnowski im Jahr 1996 wieder auf freien Fuß. Jesperson wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit, jemals wieder freizukommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.